Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Ergebnis der Telefonumfrage in Sachen Olympia steht fest. Volksbegehren, bezahlbarer Wohnraum gestartet und das Wetter. Es wird kühler und regnerischer. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 10. März. 55% der Berliner wollen Olympische und Paralympische Spiele 2024 oder 2028 in der Stadt. Das ist nun das offizielle Ergebnis der Forsa-Umfrage, die der Deutsche Olympische Sportbund in den vergangenen Wochen unter mehr als 1000 Berlinern gemacht hat. Demnach ist eine erforderliche Mehrheit erst einmal erreicht. Erleichterung bei der Politik. Für Hamburg sieht es ein wenig besser aus. Hier voteten 64% der Befragten für eine Bewerbung. Nichtsdestotrotz muss jetzt erst einmal am 16. März der DOSB offiziell bekannt geben, mit welcher Stadt in Deutschland er sich bewerben wolle. Sportsenator Frank Henkel war dennoch Dienstagabend schon mal sehr zuversichtlich. Das ist ein gutes Ergebnis, das wird uns Rückenwind geben auf den letzten Metern. Und wir werden die verbleibende Zeit nutzen, um nochmal auf die Stärken Berlins deutlich abzustellen. Immer noch rassistische Übergriffe. Die Zahl rassistischer und antisemitischer Übergriffe in Berlin bewegt sich nach Erkenntnissen von Opferberatungsstellen weiter auf einem hohen Stand. Im vergangenen Jahr registrierte die Beratungsstelle Reach Out 179 Angriffe, bei denen 266 Menschen verletzt oder bedroht wurden. Gegenüber 2013 sanken die Zahlen leicht, wie Reach Out am Dienstag mitteilte. Die Zahlen der Vorjahre 2008 bis 2012 wurden aber erneut deutlich überstiegen. Die meisten Angriffe geschahen aus fremdenfeindlichen oder rassistischen Motiven. Antisemitismus und Homosexuellenfeindlichkeit spielten ebenso eine Rolle, hieß es. Volksbegehren gestartet. Seit Dienstag gehen mehrere Initiativen gegen die aus ihrer Sicht stark gestiegenen Mieten in der Hauptstadt vor. Ziel des Bündnisses ist es, dass die Berliner parallel zur Wahl des neuen Abgeordnetenhauses 2016 über ein Gesetz abstimmen soll, mit dem der Senat deutlich mehr Wohnungen für Einkommensschwache schaffen will. In Berlin gäbe es eine Wohnungsnot für Menschen mit geringem Einkommen, sagte eine Sprecherin der Initiative Mietenvolksentscheid. Das Land habe einen Versorgungsauftrag für diese Menschen. Das Bündnis fordert unter anderem, dass die Mieten in öffentlich geförderten Wohnungen gesenkt werden und sich am Einkommen der Mieter orientieren. Das Bündnis will in gut 3 Wochen mit dem Sammeln von Unterschriften beginnen. Bis Ende Mai müssen mindestens 20.000 wahlberechtigte Berliner das Vorhaben unterstützen. Danach muss sich das Abgeordnetenhaus damit befassen. Medon macht Kassensturz. Die Baukosten des neuen Großflughafens BER werden laut dem scheidenden Vorsitzenden Hartmut Medon noch einmal deutlich höher ausfallen als angenommen. In der aktuell kursierenden Summe von 5,4 Milliarden Euro seien weder die Zinsen, der Finanzierungsaufwand noch die Flughafenerweiterung enthalten, sagte Medon in einem Radiointerview. Das sind Nettokosten, fügte er hinzu. Die bei der Konzipierung des Flughafens veranschlagte Passagierzahl von 27 Millionen pro Jahr sei zudem viel zu niedrig, erklärte der 72-Jährige. In wenigen Jahren werde die Zahl der Fluggäste bereits über die 30 Millionen Marke rutschen. Saleh fordert Kirchensteuer für Muslime. Der Chef der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, fordert eine Kirchensteuer für Muslime. Wir brauchen für die deutschen Muslime im Grunde genommen eine eigene Finanzierung, sagte Saleh am Dienstag. Man müsse darüber nachdenken, ob man ähnlich wie bei der Kirchensteuer eine Art Religionssteuer einführe, sodass die hier lebenden Muslime ihre Gemeinde mitfinanzierten. Saleh sprach sich gegen eine Finanzierung von muslimischen Gemeinden durch ausländische Geldgeber aus. Wenn Geld aus dem Ausland fließe, dann heißt das immer noch Einflussnahme aus dem Ausland. Das können wir nicht wollen, so Saleh. Sicherheitsbilanz der Bahn. Die Deutsche Bahn hat anlässlich der Vorstellung ihres Sicherheitsberichtes 2014 eine positive Bilanz gezogen. Gewalt und Vandalismus gehen weiter deutlich zurück. Der Sicherheitschef der Bahn, Gerd Neubeck, fasst zusammen. Die konsequente Arbeit an unserem Sicherheitskonzept zahlt sich aus. Auch weiterhin hat die Bahn eine bedeutend geringere Kriminalitätsbelastung als der sonstige öffentliche Raum.
Besonders erfreulich sei der Rückgang bei Körperverletzungsdelikten. So registrierte die Bundespolizei im vergangenen Jahr einen Rückgang der Taten um etwa 7% auf rund 13.650. Auch der Vandalismus ging um etwa 7% zurück. Jedoch bei Graffiti registriert die Bahn einen Anstieg um satte 25%. Tigermädchen wohlauf. Das kleine Tigermädchen Alicia hat ein neues Zuhause. Am Dienstag siedelte die Tigerin aus dem Tierpark Berlin in den Zoo Eberswalde über, wie Tierpark und Zoo berichteten. Hier Archivbilder. Alicia traf auf den Tigerjungen Dragan, der ihr Spielgefährte werden soll. Beide Tiere verbindet ein Schicksal. Sie wurden von Pflegern mit der Flasche aufgezogen. Nun sollen sie voneinander lernen. Damit sind wir schon bei den Wetteraussichten. In der Nacht ist der Himmel bewölkt, das Quecksilber sinkt auf 8 Grad, es bleibt trocken. Der Mittwoch startet wolkig, etwas Sonne bekommen wir auch zu sehen. Gegen Mittag zieht es sich jedoch mehr und mehr zu. Es steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit, das Quecksilber klettert auf 9 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage, Donnerstag scheint teilweise die Sonne, der Himmel wird jedoch immer wieder von Wolken getrübt, Freitag zieht es sich dann ganz zu, Samstag ist es zwar ähnlich, jedoch die Schauerneigung nimmt gegen Ende der Woche wieder zu, das Ganze bewerten zwischen 8 am Donnerstag, 7 Grad am Freitag und 6 Grad am Samstag. Dann das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.